Als weiteren Künstler können wir heute bei unserem Torner TV-Event im Berliner Merkur Hotel Mohr den Künstler Michael Kapphengst präsentieren. Entdeckt habe ich ihn eigentlich bei Facebook und er ist mir aufgefallen, weil er so spektakuläre Sachen macht, die ich noch nie vorher gesehen habe. Wir stehen hier vor so einem Exponat. Es macht einen fast atemlos, fast sprachlos. Und zwar muss ich dich einfach fragen, lieber Michael, was soll das symbolisieren? Ist es eine Metapher oder ist das Realismus? Das Bild heißt Cut. Man sieht hier das Thema Natur, dieser Baumstumpf. Und dieser Baumstumpf, aus dem Baumstumpf entstehen sozusagen das Urbane. Das sollen Hochhäuser darstellen. Und die Axt haut da also rein. Und es ist sozusagen die Vernichtung oder die Zerstörung der Natur. Das ist das zugunsten des Wohnungsbaus quasi. Gut, soweit habe ich jetzt nicht gedacht. Ja. Ich möchte aber was zu der Technik sagen. Ja. Wenn die Kamera ganz nah ran fährt, ja, werden wir alles noch machen, sieht ja. Man ganz feine kleine Linien. Und man kann fast schon sagen, wie bei der Keramik dieses Krakelé ist, nicht? So in der Anmutung kommt es mir vor. Ja, ja. Unter anderem, aber anders gedacht. Ne? Ich nehme also den Stift und gehe also mit kreisenden, unkontrollierten Bewegungen über das Papier. Ne? Und um das Motiv zu zeichnen, sieht man, verdichte ich oder vergrößere ich die kreisenden Bewegungen, um das Motiv zu zeichnen. Und das Ganze lässt sich halt noch mit Farbe, das sind ganz normale Farbstifte, lässt sich das Ganze noch ein bisschen hervorheben. Ja. Ich bezeichne das als extremen Linearismus. Extremen Linearismus. Gestern haben wir so ein bisschen vorab schon uns kennenlernen können und hast du mir erzählt, dass du so manche Markennamen, die hast, zur Marke reservieren lassen. Ja, ganz genau. Also der Begriff extremer Linearismus, ich habe mich also hingesetzt, habe das entwickelt. Ja. Dann habe ich recherchiert im Internet und habe beim Patentamt angerufen und ich habe mir den Begriff als Marke eintragen lassen. Ganz tolle Idee. Das ist ja gar nicht billig. Ja. Und ich glaube, es läuft immer nur 10 Jahre, dann muss man verlängern gegen Gebühren. Da muss man verlängern. Ja, ja. Ich hoffe einfach, dass du in 10 Jahren, wenn deine Marke ausläuft, schon so bekannt und so berühmt bist, dass du das locker auch finanziell wuppst, die Marke zu verlängern. Ja, vielen Dank. Ja, ganz, ganz toll. Das Bild ist wirklich besonders spektakulär. Ich kann mich kaum lösen von dem Motiv. Ja, sensationell. Zuschauer das auch so helfen. Ja, ganz bestimmt. Du hast sicherlich noch ein zweites Bild. Welches ist dein zweites hier auf dieser Ausstellung? Da haben wir zum Beispiel. Können die Kameras hier freundlicherweise mitgehen? Ah, liebe Zuschauer, das ist etwas für Raucher. Ihnen wird das Herz höher schlagen. Noch dazu den Rauchern der Marke Gulas. Dürfen wir überhaupt Werbung machen im Fernsehen für Zigaretten? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde es rausschneiden müssen. Erzähl mir bitte etwas zu diesem Werk. Also, wie gesagt, hier sieht man, dass das Motiv in viele kleine einzelne Linien aufgelöst ist. Ja. Das bezeichne ich als Linearismus. Ja. Ne? Ja. Und die Idee dabei ist es, Konsumgegenstände sozusagen mit dem Motiv sozusagen zu verbinden. Ja. Ne? Und hier hatte ich halt die Idee, in diesem Fall sind es Zigarettenschachteln, den Rahmen aus Zigarettenschachteln zu gestalten. Dann hat man so eine Synthese aus Malerei und, wenn man so will, Pop Art. Absolut, ja. Gestern habe ich schon gesagt, spontan, es gehört ins Museum of Modern Art, weil es einfach sensationell, so modern erscheint. Es erscheint mir so extrem modern. Gut, es passt in die Zeit. Zeitgeist, wir leben ja in einer, ich sag mal, konsumtiven Gesellschaft. Ja. Alles ist auf Konsum ausgerichtet, auf Konsum, aufs Kaufen, auf Konsumgüter herstellen. Und das bietet sich im Grunde geradezu an. Das hat nichts mit Pop Art zu tun. Ja, das hat mit Pop Art nichts zu tun. Und trotzdem habe ich eine ganz kleine Idee von Andy Warhol. Ich weiß nicht warum, aber eine kleine Assoziation. Das ist nicht schlimm. Also die Pop Art geht ja hin und erklärt die Konsumgegenstände schon als Kunst. Ja. Das ist bei mir nicht der Fall. Ja. Das ist ein Unterschied. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und trotzdem erlaubst du mir diesen kleinen Gedankenquergang. Ja, natürlich, ne? Natürlich. Ja. Ne? Aber es ist anders gedacht. Ja, ne? Dazu müssten wir mal auf das nächste Motiv. Ja, wir wechseln zum nächsten Motiv mit den Kameras. So, wir kommen vom Rauchen zum Trinken. Wir trinken River Cola. Ja, das Bild stammt aus dem Jahr 1995. Hierzu muss ich Folgendes sagen. Also man sieht ja, dass es sich hier um einen Konsumgegenstand handelt. Die Konsumgegenstände sind bekannt aus der Pop-Art, Andy Warhols, Baked Beans, kennt glaube ich jeder. Das ist die eine Kunstrichtung. Dann sieht man aber, dass ich das
Konsumgegenstück, Konsumstück in eine surreale Landschaft eingearbeitet habe. Ja. Und ich bezeichne die Verbindung, ich mache also nichts anderes, als Konsumgegenstände surreal ins Bild zu setzen. Und das bezeichne ich als konsumtiven Surrealismus. Das hat nichts mit Pop Art zu tun, sondern ich nehme die Konsumgegenstände und setze sie surreal ins Bild. Das ist der Unterschied. Das hat mit Pop Art nichts zu tun. Ja. Und sie dienen mir, wie hier zum Beispiel, als Metapher. Sie stehen für menschliche Gefühle, menschliche Erlebnisse. Aha. Dieses Bild heißt Angeschossen. Hier könnte jetzt auch zum Beispiel ein Mensch sitzen, den man in die Rippen geschossen hat oder so. Also als Metapher quasi stellvertretend für etwas. Ja. Das hat nichts mit Pop Art zu tun. Es ist intellektuell eine andere Aussage. Angeschossen und die Flüssigkeit läuft hier in den bereitstehenden Eimer. Genau. Ja. Aber es ist so, nicht jeder Betrachter und wahrscheinlich auch nicht der Käufer teilt deine Assoziationen, sagen wir mal deine Absichten, sondern jeder entdeckt vielleicht für sich etwas in dem Bild. Das ist ja auch gut, das ist ja in Ordnung. Ne? Aber für mich als Künstler ist es einfach zu wissen, dass das Publikum weiß, dass das eine andere Intention ist, die ich habe. Ja, seit wie vielen Jahren malst du, Michael? Seit 30 Jahren. Ja. Ich habe also, wie gesagt, ich habe schon viele, viele Ausstellungen gemacht. Ich hatte mehrere Präsentationen in New York, Barcelona, Miami. Man sieht doch absolut den Profi, das ist kein Dilettant, das sieht man einfach, natürlich. Ne? Ja. Und das ist mir halt wichtig, dass die verstehen, dass da eine andere Intention hinter ist. Was ist das? Das hier ist ein Stein, ne? Ein Stein. Okay. Mhm. Wie gesagt, das ist eine surreale Landschaft. Ja. Das Kreuz hat aber nichts Religiöses zu sagen. Nein, das hat nichts Religiöses. Ich bin, also von der Religion bin ich sehr weit weg. Okay. Ja? Wir blenden, während das Interview läuft und im Fernsehen ausgestrahlt wird, natürlich deine Namen ein und auch deine Homepage, damit interessierte Leute dich entdecken. Und es gibt auf der Homepage von dem Michael Kapphengst so viele interessante Sachen zu machen, weil er malt ja nicht nur, sondern er macht auch Skulpturen. Da sind Sachen dabei, also Sie können sich jetzt schon mal festhalten. Es lohnt sich, ihn bei Facebook oder auf seiner Homepage zu besuchen. Sie werden erstaunt sein, was dieser Mann für eine Kreativität in sich trägt. Oh, vielen Dank. Michael, haben wir noch ein weiteres Bild von dir? Und zwar das Bild da vorne mit den bunten Linien. Da gehen wir doch direkt mal hin, ja. Wir sind also beim nächsten Werk von dem Michael Kapphengst und wir hatten gestern, als wir die Ausstellung so weit herrichten, schon miteinander gesprochen und er hat mir erklärt, dass er diese Bögen oder Linien, sagen wir mal so, mit einem Florett gezeichnet hat. Kannst du unseren Zuschauern vielleicht diese Technik nochmal etwas genauer erklären, als wie ich es eben konnte? Ja, natürlich. Also, wie Sie schon gesagt haben, ich nehme also ein Florett und an der Spitze des Floretts habe ich einen Pinsel befestigt. Ja. Als ich auf die Idee, das ist jetzt zehn Jahre her, als ich die Idee hatte, habe ich natürlich erstmal ausprobiert. Weil ich musste erstmal überlegen, wie setze ich die Waffe, das ist ja eine Waffe, das darf man nicht vergessen, ne? Wie setze ich die überhaupt ein, um sozusagen zu einer Gestaltungsform, um zu einer künstlerischen Aussage zu kommen. Wie setze ich das überhaupt ein? Dann habe ich probiert und ausprobiert, bis ich auf die Idee gekommen bin, einfach Linien über das Motiv zu ziehen. Man kann natürlich, ich bin ausgebildeter Schauspieler, ich kenne das Bühnenfechten, ich weiß, was da passiert. Es gibt Stoßbewegungen, das ist natürlich sehr simpel. Ne? So lässt sich zum Beispiel so wie hier der Hintergrund gut gestalten, aber das war mir zu langweilig. Ne? Also habe ich mich auf die Linien konzentriert. Ja. Und das bezeichne ich als absoluten Linearismus. Ne? Man muss ja erstmal auf die Idee kommen, überhaupt mit dem Degen solche Eskapaden zu machen auf dem Papier. Ja, ist da Papier darunter oder auf was ist das? Das ist Hartfaser. Das ist eine Hartfaserplatte. Okay, weil ich wollte sagen, sonst würdest du ja dauernd Löcher geben. Nein, wie gesagt, es ist ja der Pinsel da vorne dran. Und wie gesagt, man muss schon ein bisschen Gefühl haben. Ja. Ne? Und wenn du sagst, du bist gelernter Schauspieler und beherrschst die Fechtkunst, dann liegt es natürlich nahe, ja. Gestern haben wir noch so ein bisschen kurz geulgt, weil wir gesagt haben, es sieht so ein bisschen aus wie so Erreger, Bakterien, Viren unter dem Mikroskop. Ne? Hat so ein bisschen was. Ne? Ja, ich habe hier, also als ich das Motiv angefertigt habe, habe ich hier noch so Glitzerpulver drauf gemacht, um das Ganze noch ein bisschen peppiger zu machen. Ja, so peppig so. Macht das noch ein bisschen interessanter. Ja, alles klar. Michael, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du deine Exponate zeigst und ich hoffe, dass unsere Zuschauer, unsere Fernsehzuschauer und auch das Publikum heute hier genauso begeistert ist wie ich. Vielen Dank. Dankeschön. Danke sehr.